Wir kommen zu Edo Saya. Lass mich gehen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Wir sind gerade live auf Twitch. 1.2.822. Link in der Beschreibung. Da kommt ihr direkt auf meinen Twitch-Kanal. Wir sind jeden Donnerstagabend live, jedes Wochenende, jeden Dienstagabend live und machen Musik zusammen. Wir hören uns Musik an und haben Spaß. Kommt gerne vorbei. Und der Chat hat mir jetzt schon gesagt, dass es ein bisschen was anderes wird. Ein bisschen experimenteller vielleicht. Was nice ist. Es soll so ein bisschen vielleicht in die Rock-Richtung gehen, habe ich mir sagen lassen. Da bin ich sehr gespannt drauf. 3 Minuten 23. Like and Support is come out. Produziert ist es von den beiden Kollegen. Mix and Master ist es von den beiden Kollegen. Ich spreche die jetzt mal nicht aus, weil die Wahrscheinlichkeit bei 90% liegt, dass ich die komplett falsch aussprechen werde. Eye of Curtains? Egal. Ne? Ihr seht es ja selbst. 3 Minuten 23. Edo Saya, lass mich gehen. So Rocknummern haben wir extrem selten. Aber die können so scheppern, die können auch mal was anderes zu hören. Wisst ihr, was ich meine? Mal was Frischeres, mal was anderes generell zu hören. Ein Künstler zu haben, der sich ausprobiert. Ist doch geil. Abfahrt. Nachher wird es keine Rocknummer, sondern was voll Deepes so. Oder beides. Ich mag auch diese Intros von ihm. Diese Atmosphäre, dieser Vibe, catch direkt. Aber direkt. Wir haben so einen Drumloop drin, dazu seine Vocal ganz, ganz leise distorted im Hintergrund. Okay, mein Kopf ist kurz ein bisschen überlastet gewesen von den ganzen Eindrücken. Video, Soundbild, Beat. Oh, Digga. Es ist ultra schön, auch generell mal sowas zu hören, weil Real Talk mal. Wann haben wir mal so eine Atmosphäre, so ein Soundbild bei einem normalen Künstler? Was ist denn ein normaler Künstler? Müsste man irgendwo auch definieren erstmal. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wir haben so ein Live-Schlagzeug oder so. So ein Live-Drummer drin. Bruder, wie geil. Ohne Scheiß. Viele Leute glauben gar nicht, dass ich sowas höre. Aber so Rock generell finde ich ultra interessant. Ohne Scheiß. Hier auch wieder die Sache, ne? Ich habe auch teilweise Leute hier, die hier aufnehmen und ich weiß teilweise, wie laut Kollegen da ins Mic schreien, aber bei ihm ist es, glaube ich, nochmal auf einer anderen Stufe. Oder wie er die Musik fühlt. Nicht nur in der Vocal hört man das, nicht nur im Song, auch im Video und so weiter. Bruder. Also, holy shit, er lebt es zu 1.000.000%. Zu 1.000.000%. Man hört es auch komplett raus. Man hört es auch in der Produktion raus. Generell. Boah, Digga. Das ist auch so ein Ding, was mich komplett überfordert. Ohne Scheiß. Edo Saya, schöner Mann. Ohne Scheiß. Real Talk, schöner Mann. Es überfordert mich komplett. Was ist das Problem? Ich kann nicht leben und du kannst mir nichts geben. Boah, das ist so schön. Dass es hier ein bisschen ruhiger wird. Also Real Talk. Ich kann nicht leben und du kannst mir nichts geben, aber kann auch nicht fliehen, shit, ich kann nur hier stehen und du tust so, als wäre nichts, ich komm nicht dagegen, ich bin... Oh, auch wie er das... Ist überhaupt nichts Besonderes, wie er float, aber ich fühl das. Stehen und du... Und du, auch die Pause immer. Ba-b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 a. Tust du, als wäre nichts, ich komm nicht dagegen. Guck mal, tust so, als wäre nichts, ich komm. Er erzählt die Geschichte so, wie er möchte, so. Nichts, ich komm nicht dagegen, ich bin gefangen.
fange im Nebel von dir. Baby, immer wenn es regnet, weißt du wieder, du bist gerade nicht mehr allein. Und das ist besser, wenn ich gehe. Auch voll viel Harmonien drauf, nice. Trotzdem die Lead-Vocal extrem, also extrem in der Mitte gehalten so. Das ist besser für uns beide, besser für uns beide. Digga, also wenn das aus dem Part in die Hook geht, ne? Junge, da musst du schon festhalten. Ohne Scheiß, überleg euch mal, ihr hört es im Auto oder so. Ohne Scheiß, oder auf einer größeren Anlage so. Und nicht auf Kopfhörern oder übers Handy oder sowas, über kleine Kopfhörer. Sondern auf so einer, boah, das haut dir alles weg, glaube ich. Lass mich gern, aber lass mich gehen. Lass uns sterben und lass uns sehen. Boah, der Drummer geht auch komplett ab, ne? Der Drummer geht im Hintergrund aber komplett Limit. Was ist das Problem? Lass mich gern, aber lass mich gehen. Lass uns sterben und dann lass uns sehen. Aber lass mich gehen. Was ist das Problem? Digga, der Song ist... Also wenn du darauf nicht vorbereitet bist, ne? Ich wusste ja, dass es irgendwo so vielleicht ein bisschen in die Rock-Richtung geht. Deswegen konnte ich mich schon grob irgendwie auf dieses Soundbild einstellen, was der Song mir gleich liefern wird. Aber wenn du darauf nicht vorbereitet bist und auf entspannt den neuen Edosaya-Song hören möchtest, Digga, da haust du dich komplett vom Stuhl, ohne Scheiß. Das alles erdrückt mich, warte ich auf mich, bitte lass mich zurück. Nicht immer meins, aber hat sehr, sehr viel, es ist immer was sehr Außergewöhnliches so. Auch sehr viel emotionales Zeug, habt ihr auf jeden Fall recht. Es ist auch, er hat sehr viel Songs auch, mit denen sich viele Leute, glaube ich, identifizieren können und sehr viel auch relaten können so. Es sind auch wahrscheinlich, ich lerne der Edosaya auch erst gerade irgendwo kennen, so, wir checken ja immer wieder Edosaya Sachen ab, ich habe in der Vergangenheit extrem wenig von ihm überhaupt gehört, deswegen, aber ich gehe stark mal davon aus, dass es auch dort bei ihm Songs gibt, die mir nicht gefallen. Einfach nur aus musikalischer Sicht, nicht mal, weil ich irgendwie was gegen ihn habe oder weiß Gott was, ne, da interpretieren ja Leute immer gerne direkt wieder Gott und die Welt mit rein, aber er hat bestimmt auch Songs, die mir nicht gefallen. Aber er hat auch unglaublich viele Songs, die ich bis jetzt gehört habe. So drei, vier. Die mir unglaublich gut gefallen. Auch mit Kid zusammen so. Ich war bis da, wo mich drin. Auch schicke Designermütze hier an der Stelle. Ich bleib dabei, die Hook ist mächtig as fuck. Der Drummer gibt auch ultra Vollgas. Zusammen mit diesen E-Gitarren, mit diesen Riffs, mit den, die der Drummer auf 1 Million% gestellt. Oder der Song hat ultra, ultra, ultra Energie. Ich glaube, der Drummer hat... hat 3 Liter geschwitzt in der Session, wo er den Loop aufgenommen hat. Digga, der Typ hat
Der ist am Limit gegangen, ohne Scheiß. Das war von Edusaya. Ups, lass mich gehen. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Song in die Kommentare. Schreibt mir vor allem weitere Edusaya Songs in die Kommentare, die wir in näherer Zukunft abchecken werden. Weil ich möchte alles rund um den Künstler Edusaya noch ein bisschen näher kennenlernen, ihn noch ein bisschen besser kennenlernen. War eine sehr interessante, experimentelle Nummer, aber lieben wir, mögen wir auf jeden Fall. Ne? Es ist immer nice, wenn Künstler sich irgendwo ausprobieren oder mal was anderes machen wie der Mainstream. Bin ich immer voll dabei. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche. Genießt es auf jeden Fall, bleibt gesund und passt auf euch auf.